Eine große Auswahl an Produkten für dich und dein Bike gibt's auf marziak-offroad.de, dein Online-Shop. Jo Leute, was geht? Hinter mir das geballte Chaos. Ich bin ganz frisch zurück aus Frankfurt. Dort war ich eine Woche im MMA-Trainingscamp zusammen mit Fritz, mit Stefan und so weiter. Jetzt geht's morgen aber schon weiter nach Madeira zum Fahrradfahren. Da war ich das letzte Mal 2018. Und das heißt für mich, ganzen Taschen leer machen, neue Taschen voll machen, noch zum Friseur, Fahrrad auseinanderbauen, dies, das. Let's go! Soeben beim Deljat angekommen, da treffe ich den Rot, meinen besten Schulkumpel. Wir lassen uns immer zusammen die Haare schneiden lassen, damit wir uns wenigstens mal alle 5-6 Wochen sehen. Und er ist immer pünktlich, aber heute kommt er, glaube ich, zu spät. Und das werde ich sowas auskosten und auf Kamera festhalten. Hast du schon mal überlegt, irgendwie Termine zu verweigern? Dafür habe ich ihn zu gern. Du müsstest dein Leben lang entweder mir die Haare schneiden oder dem Rot. Wie würdest du dich entscheiden? Das ist jetzt unfair. Rot, ja. Wie ist es für dich, so einen Freund wie mich zu haben? Das ist jeden Tag eine Herausforderung. So, völlige Katastrophe. Mittlerweile haben wir 18.42 Uhr. Hier Taschen bin ich gerade mal am Holen. Da ist noch kein Fahrrad drin, da ist noch nichts gepackt, gar nichts. Mein Tag in einem Bild. Eigentlich meine Woche in einem Bild. Ich lasse das jetzt hier. Alter, wie schnell bist du eigentlich immer hier, wenn ich sage, dass ich da bin? Ja, ich springe sofort auf und fahre los. Meine Freundin auch schon. Hat dein Schätze wieder angerufen und so. Das ist die neue Kamera. Ja. Nice. Ey, du siehst jetzt sogar gut aus. Typisch Fabio. Aber hier, riesen Shoutout an Daniel. Er übernimmt meine alte Kamera. Ja. Denn bei Daniel geht's jetzt ab. Und wenn ihr hier dieses Video schon seht, dann kann ich euch hier oben schon ein geiles Video verlinken. Oha, der Druck ist da. Der Druck ist da. Wird riesig. Wie riesig wird das? Riesig. Ich fühle mich hier sehr bedroht durch diese Kamera auch. Das ist so ein Auge, das auf einen scheint. Richtig entwaffend und schüchtern wirklich da. Das sagt auch mal was. Du musst noch ungefähr 30 Autogramme schreiben. Ja, also. Das kann ich auch machen. Oh, geil, Autogramme. Was ist denn das hier? Daniel Dietz, wer ist denn der Typ? Ach, was ist denn das hier, Fabio? Scheiße, Mist. Was ist denn das? Vor dem Urlaub wächst ganz verdrückt ohne mein Fahrrad, ne? Eieieiei. Das muss natürlich noch vor Abflug passieren. Da steht F2 the ABIO. Willkommen auf Madeira, erste Abfahrt auf der Insel seit 2018. Mit dabei ist nicht nur meine Family, sondern, ja, was ich euch eben erzählen wollte, nicht nur meine Familie ist dabei, sondern auch Leo Kaas und Nina aka mit Peaches. Wir werden mit 2 Wochen auf Madeira Fahrrad fahren. Geile Insel, weil sehr vielseitig. Geil. Oh yeah. Oh yeah. Nice. Hier riecht es so gut heute. Geiler Boden auch hier. Oh. Achtung, ich wäre fast reingefahren. Wirkt so ein bisschen wie Jurassic Park. Richtig nice. Wie gefällt es Ihnen bisher? Außergewöhnlich gut. Sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Vor uns Leo Kaas, man kennt ihn
sonst aus Videos aus unserer Region, sage ich mal. Jetzt hat es uns hier verschlagen auf dieses Island. Jetzt fahren wir hier gemeinsam Fahrrad mit schönem Weitblick aufs Meer, gelbe Blumen und grüne Wiesen. Ja, hier der Trail jetzt komplett anders als eben. Ja, Leo, das slidet er ins Weekend. Ich werde telefonisch kontaktiert. Ja, Leo Cast hat keine Luft vorne im Reifen, beziehungsweise nur Luft. Er hat aber keine Milch drin. Und wahrscheinlich ist er dann wieder auf meine Ersatzschläuche angewiesen. Man kennt es aus vorherigen Trips der letzten Jahre. Leo missbraucht mich immer als Packesel, als Versorger der Tour. It's Rocky, it's so Rocky, like Rocky Balboa. And there's the ocean, we can see so far, and ride so far. And here's a section I don't know. Here are some rocks we can roll down. I'm very good at singing, Leo Cast always says. This was beautiful. Gesetzt am nächsten Trail. Mega. Überwältigt. Wow. Naja, wenn euch diese Gespräche jetzt neugierig gemacht haben, dann schaut mal in meine Videobeschreibung. Da geht es zu den beiden Kanälen von den zwei. Vielleicht sind sie da ein bisschen gesprächiger. Yo, geiler Slide, Leo Cast. Jetzt hier im Eukalyptuswald. Entsprechend riecht es hier auch. Der erste Tag auf Madeira mit Fahrradfahren. Es werden noch viele weitere Folgen. Im nächsten Video zeige ich euch nochmal hier die Unterkunft. Die ist nämlich echt ganz nice. Erzählt euch mal so ein bisschen, wie es hier so auf der Insel abgeht. Da kommt Liz. Liz wird dann auch mal im Video sein. Ja, ich wollte auch eigentlich duschen, aber jetzt habe ich mich hier festgequatscht und mit der Drohne festgeflogen. Und Liz, wie gefällt es dir hier? Sehr gut. Angenehmes Klima. Ja, also Liz seht ihr auf jeden Fall auch im nächsten Video dann mal mehr von Madeira. Dann zeigen wir mal hier die Unterkunft, erzählen so ein bisschen vom Supermarkt und was man so beachten kann, wenn man mal Bock hat, hier auf diese Insel zu fliegen. Und Fahrradfahren wird es natürlich auch geben. Was sagst du nochmal? Ich bin gerade auch überlegen, das habe ich dich gefragt. Haut rein, bis dann. Tschüss, tschüss. Das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Da geht's zu meiner Metalcore-Band, hier zu meinem Klamottenlabel und da wird euch das nächste Video vorgeschlagen. Außerdem Instagram, Facebook. Alles am Start. Jetzt geht raus und habt Spaß.